Ich begrüße Sie beim zweiten Teil vom Thema Kontrollzonen. Gestern habe ich nicht geschafft, die dritte Aufgabe, drittes Beispiel, dass ich nach Kontrollzonen und Plänen und so sie bearbeite. Ich finde aber schade, dass dann alle drei Beispiele nicht zusammen sind zur Verfügung. Und deswegen mache ich das heute zusätzlich. Wir sehen hier klar, der Weiße spielt eine weißfeldrige E4-Strategie. Wenn wir jetzt Kontrollzone anzeichnen, haben wir folgenden Stand. Die stärkste Kontrollzone ist Kontrollzone B7. Bei einer Figurenstrategie, wie wir sehen, der Feld E4, Spitz ist nicht besetzt vom Bauern, spielt auch Läufer auf G2 als Initiativfigur und Teil von Steinen, die diese Kontrollzone kontrollieren. Welche Steine sind das? Kontrollzone B7 kontrollieren für Anfang an Läufer durch Spitz, Springer, diese zwei Felder, Springer, diese zwei Felder, Bauer und auch Bauer, diese zwei Felder. Und so sehen wir, dass wir haben auch noch ein Bauer auf B3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steine in Kontrollzone Berta 7. Wir haben noch Einfluss auf Innenkontrollzone. Dora 7. Und welche Steine sind hier vorhanden? Schlüsselpunkt ist Feld auf D5. Das ist gemeinsames Feld von Kontrollzone Berta 7 und Dora 7. Und sehr viele Steine kontrollieren auch diesen Feld. Ich werde mit Rot anzeichnen, alle Steine, die für Kontrollzone D7 da sind. Und auch Bauer auf D5. Bedeutet, auch hier reden wir von einer sehr starken Kontrollzone, weil wenn man vier Steine hat in Kontrollzone, das ist schon eine sehr starke Sache. Das bedeutet, der Weiße spielt eine klare E4-Strategie, klar Richtung D5 und Kontrollzone B7, D7. Nach dieser Logik spielt der Weg von König, weil König befindet sich auf G8, und nach dieser Logik spielt er auf Endspiel. Aber das Problem ist, er hat keine richtige Bedienung für Endspiel. Das bedeutet, irgendwo funktioniert weißer Plan mit Stellung von weißen Steinen nicht. Wir werden sehen, wir haben in diesem Moment nur eine, wegen diesem Feld, eine Planstrategie von Seite den weiße D4-Strategie. Die ist aber eine Planstrategie, weil ein Bauer ein Kontrollzonenfeld, und das ist Kontrollzonenfeld von G7, F4 kontrolliert. Wenn wir uns erinnern auf
vier Strategien ist das die schwächste Strategie nach Wertigkeit. Sie ist eine Ankündigung, dass vielleicht, wenn zusätzliche Steine kommen, was auf schwarze Farbe geht. Aber auf die kann man nicht so setzen, muss man sie erst vorbereiten. Das bedeutet, alles liegt in weißer Strategie E4. Wenn wir jetzt sehen, dass Schwarz hat abgetauscht Läufer auf H6, die Dame muss ziehen, gehen wir von anderer Seite einfach eine Beurteilung zu machen. Hier ist aber logischerweise mehr Harmonie. Warum? Als erstes spielt Weiß zwei gleichwertige Figurenstrategien. Eine weißfeldrige D5 und eine schwarzfeldrige E5. Seine Stärke ist, in sehr, sehr starken Zentrum. Wir reden erst die weiße Felder von D5-Strategie. Haben wir einmal die Kontrollzone B2 und wir haben hier extrem viel Steine. Das sind 2, 3 und 4. Der Sinn von dieses Nachzählen ist, dass man sehen, in welche Richtung sollte Aktivität gehen. Wir reden aber auch von einer sehr soliden innere Kauzit mit 3 Kauzitfelder plus Spitz D5 E2. Hier können wir zweiten Springer und diesen Bauer benennen, weil alle kontrollieren Feld E4, was ist ein Kauzit von Emily 2. Hier habe ich gesetzt falsch den Pfeil. So funktioniert. Das war ein bisschen fehlerhaft, aber wir haben korrigiert. Und hier kommt ein rotes und hier ein grünes Feld. Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Und das sind die sogenannten Wege, die man kennen muss. Schwarzfeldrig, gut, Weißfeldrig hat in Richtung C4 keinen Einfluss. Nur ein Stein ist, das ist Springer, der Feld D3. Und Feld B3 kontrolliert. Feld B3 wäre für Kauzit auf A2 und Feld A4 wäre Kauzit A2. Schwarzfeldrig reden wir von einer sogenannten Figurenstrategie, die ist gleichwertig. Sie hat keine Richtung auf F4, sondern nur eine Richtung auf D4. Wer sind die Verursacher? Verursacher ist Bauer auf D6 und Bauer auf A5. Aus dieser Beurteilung können wir schlussfolgern Folgendes. Weiß ist Richtung König sehr aktiv. Aber er muss erstmal Klärung suchen auf Damenflügel. Warum? Weil die ganze Aktivität von Schwarz, von Weiß in weißfeldrige Felder ist orientiert auf Kauzit B7 und Kauzit D7. Wenn er jetzt sich beschäftigt mit irgendeinem potenziellen Angriff,
Und noch weiter vernachlässigt Sicherheit von beide KZ D7 und B7 von Weiß, wird er vielleicht Probleme kriegen, weil KZ B7 hat wichtige Felder, die gleichzeitig sind strategisches Raum von D5 Strategie. Deswegen ist eine Klärung auf Damenflügel oder Flügel weg von König ein klares Plan. Unterminieren und opfern schwarze KZ B2. Ab dem Moment, es gibt nicht mehr KZ B2. Aber es ist immer eine Klärung unmöglich, wenn geht, ohne zu bewegen, Turm auf A8 ins Spiel zu bringen, weil der Springer ist ungedeckt. Hier war wichtig ein Gedanke, was ist mit B4? Wenn der B4 kommt, geht Springer ins Zentrum und jetzt kommt zu Folgendes. Mit diesen Schlagen und meinen Bauernschlagen hat eine Entlastung. Und rum um König haben wir eine ganz interessante Situation. Aber wir haben einen starken Läufer, der ins Spiel kommen kann. Das ist wert, diesen Doppelbauer, und das ist auch wert, Druck auf Damenflügel einfach ist damit sehr minimiert. Die Dame steht auf H6 schlecht, bedeutet, sie geht zurück und vielleicht wird er umdisponieren auf neue Felder. Jetzt ist notwendige Weiterklärung im Zentrum und auf so etwas, Klärung im Zentrum, auf so etwas. Einfach nicht schlagen auf D5, sondern schlagen lassen. Warum? Weil wenn der Gegner schlägt, dann abtauschen und Tempozug. Jetzt muss auf schlechtes Feld Springer. Wie steht es jetzt im Moment mit Kontrollzonen? Richtung König, Kontrollzone G2 ist sehr stark unter Einfluss von Weißfeldrich von Schwarz. Springer, Verteidiger von weißen Feldern, ist auch sehr stark gefährdet. Und wenn jetzt kommt Springer, geht Turm auf zweite Reihe, da sind die schwarzen Türme am besten. Und hier haben wir dieses Problem, Bauer muss sich bewegen. Und damit wird ganzes Damenflügel ein bisschen festgelegt. Bauer auf B4 muss klar vernichtet werden und Läufer zu großer Aktivität zu helfen. Hier war Folgendes. Ein Versuch von Abtausch von Steinen und Aktivieren von Springer ist falscher Weg. Hier ist notwendig, erstmal erobern B-Bauern, was wird nicht verhindert, und dann vielleicht irgendwann wieder abtauschen. So. Jetzt haben wir diese Stellung, die wir wollten. Starke Läufer und nach nächsten Zug noch zusätzlich verdoppelte Türme auf C-Linie. Hängende Bauern auf E- und D-Linie sind keine Gefahr. Warum nicht? Weil da einfach kein Angriffspotenzial mehr ist. Wir haben jetzt noch immer D5-Strategie
als die stärkere. Nur zum Unterschied, wir haben beidseitig. Wir haben Wegwandkönig für einen Endspielübergang und Richtungkönig bedeutet, wir reden von einer Kauzit G2 mit leider nur einen Stein bedeutet, diese Kauzit wird nicht in Frage kommen, bedeutet, wir können sie rausnehmen. Aber wir haben eine Kauzit Richtung, das bedeutet Kauzit A2. Das ist Weg vom König und das ist unsere Zielsetzung. Bedeutet, wir spielen Endspiel. Verteidigung. Hier wäre ein glückliches Abtausch. Wenn der Gegner schlägt, wäre auch Springer weg. Aber er aktiviert König und jetzt kommt zweite Turm auf zweite Reihe. Und jetzt ist der richtige Moment, sich absichern wieder Richtung König für Endspiel. Und das ist dieses Vorstoß mit Gehbauern. Abtausch auf Reihe 1 funktioniert nicht. Deswegen funktioniert nur möglicher Abtausch, wenn es soweit wäre, auf Reihe 2. Und nach diesem Zug ist jetzt wieder Tempozug. Welcher Tempozug haben wir? Turm D2, Springer D2 und Turm auf Sieder 2. Reihe. Und wenn jetzt Springer E4 kommt, ist etwas klar. Wir können Gehbauer nicht geben. Wir müssen uns konzentrieren, dass wir erobern A3 Bauern und eine Drohung erstellen, die Gegner sehr schwierig fällt. Wenn man hier denkt, dass er versucht mit Abtauschen, dann kommen unangenehme Sachen. Und ist nicht klar, wie soll der Weiße das halten. Er muss versuchen, König aus Westlung raus und irgendwo irgendetwas Aktives zu machen. Jetzt kommt erstmal der Springer und man versucht ihm einfach Möglichkeit zu geben, dass er flieht auf C5. Jetzt kommt der Turm und wir haben jetzt eine Zielsetzung, Bauer zu erobern, aber nicht um jeden Preis. Und jetzt nehmen wir, und jetzt ist wichtig zu erkennen, jetzt nicht auf D7 zurück, sondern wie erkenne ich das? Ganz einfach. Ich habe eine erstmal klare Bauernstrategie. D5. Ich habe eine Schlussfolgerungsstrategie. E5. Das ist eine Strategie, die zwei Steine in eine Kauzit bedeutet. Dieser Stein kontrolliert diese zwei Felder und diese kontrolliert G5. Wir haben einen potenziellen Kandidatenvorstoß und mit zwei Strategien, Bauernstrategien, einfach Raum in, zu halten. Ein Gegenspiel mit Brechstange ist B5. E5. Jetzt funktioniert nicht. Es funktioniert in keinem Fall B6 oder so etwas.
weil ich rechtzeitig da bin. Springer muss auf F5. Und jetzt schön und gut Turm auf B-Linie. Erstmal kontrolliert der B-Bauern und zweitens, er wird kontrollieren und unterstützen den A-Bauern. Der A-Bauer will auf diesem Feld, wird gedeckt von Läufer und droht Turmabtausch und Umwandlung. Deswegen gibt sich sehr viel Mühe in dieser Stellung, das irgendwie aufzuhalten, der Weiße. Er versucht mit Angriff diese Stellung Bauer zu haben. Jetzt ist das schwierigste Problem zu verstehen, warum ist stärker Läufer wie Bauer vorzustoßen. Warum ist, das ist eine ganz einfache Sache, der Abtausch von Springer auf D5 ist vorprogrammiert. Bauer D5 ist weg. Und jetzt zum Beispiel ist Läufer C6 nicht mehr möglich zu gewinnen. Die Partie endet in dieser Stellung Remis. Aber es gewinnt Läufer D7. Das ist der richtige Weg, Endspiele zu spielen. Beiderseitige Einfluss, jetzt orientiert sich langsam schon der Schwarze, dass er vielleicht die Bauernstruktur auf Königsflügel ein bisschen kaputt macht und dass der König nach vorne kommt. Das ist auch wert, vielleicht Läufer für Springer zu tauschen, wenn ein gewonnenes Endspiel auf Brett bleibt. G4 ist ein klarer Plan, er versucht auszuschalten, aber der Läufer will sowieso nicht Richtung Königsflügel. Dafür ist König gedacht. Jetzt ist Feld F4 ein Schwachfeld. Jetzt marschiert König ins Zentrum. Und jetzt muss er decken. Und die Idee ist hier, wenn er abtauscht, Springer für Läufer, ist der A-Bauern sehr stark. Wenn er das nicht tut, wird er Probleme haben nach diesem Schach. König E7. Und wenn er schlägt und schlägt, ist die Sache sehr interessant. Jetzt muss er auf A-Linie gehen. Logischerweise wäre immer Turm hinter der Bauern, aber Problem ist, dass dieser Turm dann zu wenig aktiv ist Richtung Königsflügel. Turm muss bleiben und muss immer drohen, auch helfen, wenn König braucht Hilfe. In Königs Bauer A wird nicht gewinnen, die Partie. Partie wird gewonnen auf Königsflügel. König E3, einziger Weg ist jetzt nach vorne zu gehen. König D6, König D3, Opposition, klassisches Beispiel. Und auf König C3, König C5. Und jetzt haben wir ein ganz interessantes Problem. Er geht auf Cäsar 2. Schach. Und jetzt ist eine Entscheidung notwendig. Wir sehen, die schwarzen Felder sind die Lösung für schwarzen Einbruch in gegnerische Stellung. Ich glaube, dass nur hier bleiben und verteidigen eine Chance wäre und es wäre schwieriger zu gewinnen, wie ein klares Statement mit König A-Bauer aufzuhalten. Und jetzt ist erstmal abgeschnitten und diesen Zug
hat Gegner übersehen. Der Zug ist einfach Schwächung von Königsflügel. Vorbei kann er nicht, weil ich ihn weghaue. Hauen kann er nicht, weil er dann bei der E-Bauern und auch mein ganzes Königsflügel, sogenannte nach deutscher Sprache, aber Damenflügel nach BIM-Denkmethode, weil Damenflügel ist immer da, wo ist Weg von König. Königsflügel ist immer da, wo sie befindet König. Das bedeutet, das ist dieses Umdenken in Denkmethode zu richtigen Terminologie von BIM-Methode. Jetzt ist Turm vielleicht eine Idee, über dritte Reihe was abzuschneiden, schlagen und auf die Art hofft er zu schützen, decken Bauer F3. König geht über schwarze Felder weiter. Jetzt hat er ein Problem. Er muss ziehen. Wenn er zieht, König auf A2, dann kann ich ihm abschneiden. Wenn er zieht, König auf oder Bauer, habe ich einen Vorstoß. Jetzt ist klar, dass ich einbreche in gegnerischen Raum. Der Bauer auf A-Linie wird nur eine Beschäftigung für weißen König und weißen Turm sein und auf Königsflügel. Wenn wir jetzt hier Schach geben und er nicht auf A2 geht, dann ist klar, ich marschiere einfach über schwarze Felder hinein. Wenn er aber auf A2 geht, ändert sich nicht viel, nur ich werde jetzt ein anderes Manöver geben. Ich will vielleicht den Bauern absetzen, weil es wichtiger ist, dass ich schütze meine Bauernkette, weil die gewinnt. Und zweitens, wichtiger ist, dass ich eine Barriere binde und der König kann nicht nach vorne kommen. Schlagen ist sehr schnell und klar verloren. Warum? Jetzt geht direkt Muster decken und jetzt marschiere ich einfach hinein. Turm geht auf A5, haue ich weg. Und jetzt mache ich mir eine klare Barriere. Und wenn er nicht abtauscht, schlage ich weiter und bleibe mit zwei Bauern mehr und der weiße König ich meilenweit weg von einem Quadrat. Er erlaubt nicht schlagen. Jetzt ist der Plan noch simpler. Jetzt halte ich den Bauern und ich kann jetzt lassen den König raus, weil er ist zu weit weg. Wenn der König kommt auf D4, ich muss bleiben auf 6-3 und ich muss F3 einfach kontrollieren. Wie geht das? So, König geht hier, ich komme da. Schach nehme ich zurück. Schach gehe ich zurück. Und wichtig ist, jetzt ist weiter nächstes Manöver auf A3 Schach. Und das ist die Barriere. Und wenn wir jetzt hier ansehen, Turm hält, Schach, ist das eine klassisch gewonnene Stellung, die man ohne jedes Problem gewinnt mit Matt in 30 Zügen. Wenn wir zurückkommen auf Anfang, sehen wir, ein klares Plan.
auf A-Linie oder wird zerschlagen seine Baumstruktur, wo er ist stark. Das war diese Bauenkette A2, B3, C4, D5. Oder wird A-Bauer stark für Endspiel gemacht, auf welchen werden dann Motive gebunden. Läufer sieht weißfällige Läufer von Schwarz auf D1 sehr schlecht aus, aber der wird aktiviert, wenn notwendig auch unter einem Bauernopfer. Bauer E7 und D6 bleiben lange im Spiel auf seine eigenen Felder und wenn notwendig ist, um Tempos auszunutzen, werden sie bewegt. Aber die Türme müssen die Ziellinie öffnen. Das ist ein klares Plan. Abtausch von Läufer gegen Springer geht zu unseren Gunsten. Warum? Der König und Felder um König bei Baumstruktur H2, G3, F2 sind extrem schwach. Das ist hier notwendig zu sehen, mit welchem Plan funktioniere ich. Und mit diesem A4-Zug, das ist für alles einzige Chance. Oder wird geschwächt Bauer C4 nach einem Schlagenzug? Das ist meines Erachtens keine Option, weil A2, C4, alles ist ein bisschen viel Schwaches. Und Gegenspiel hat Weiß überhaupt keinen. Oder wie es war in Partie vorbeizugehen, dann Abtausch und jetzt Aktivierung, um Kontrolle von weißen Feldern, ein langfristiges Plan. Wenn der Bauer auf E4 auch fällt, ist für Plan von Schwarz überhaupt kein Problem. Entscheidend ist, im richtigen Moment einfach isolieren Damenflügel und Möglichkeit zu erhalten, Läufer zu aktivieren. Das geht einfach nur so. Und wieder schlagen. Jetzt wäre Schlagen meines Erachtens zu schnell, weil er ist nicht verpflichtet zu schlagen mit Bauer auf C4, dann wäre die Bauernmasse gut. Aber dieses Zug ist entscheidend. So wird auseinandergenommen die Bauernstruktur und Läufer wird aktiviert. Mit Tempo geht zurück, mit Tempo auf zweite Reihe und wird erobert. Und dieses Bauer auf E4 ist keine gute Sache. Und jetzt auf einmal haben wir diese starke, weißfelderige KZ-Weg von König für ein Endspiel. Und der Plan ist, einfach zu erobern, im richtigen Moment Läufer zu tauschen für Springer und Turm-Endspiel mit starkem König ist verloren. Ich hoffe, dass das eine Ergänzung war zum gestrigen Thema KZ und ich wünsche Ihnen bis nächstes Mal alles Gute und bleiben Sie gesund.